So, zieh man, das ist so unangenehm. Mir ist ganz heiß, könnt ihr mich mal abspritzen? Stabiler Bart. Also das mit dem Bart hat wirklich für mich gerade alles getoppt. Das war mir so unangenehm. Oh, ein Ferrari. Lul. Ey, Knattermaus, was geht? Hallo Knattermaus, was Hallo und geht? herzlich willkommen Bei der Knattercrew bei oder den was? Knattercrew. Ah, okay. So, was machen wir heute? Ja. Wieder mal am Hermannplatz. So hat es ja vor 1,5 Jahren auch begonnen. Diesmal haben wir leider keine Leute, die Auge machen auf Knattermaus. Aber ich mache Auge auf dich. So ein Ding ist das nämlich. Auf mich? Ja. Cool. Ja, unser Plan ist eigentlich Eier und Eierstöcke. Bisschen mehr Liebe vielleicht, bisschen mit mehr Elan, so. Ja, los, also naja, ich hab's ja jetzt schon gesagt. Ja, gehen wir jetzt nach rechts hier, so ganz entspannt. Also Eier und Eierstöcke. Ich weiß ja nicht, ob du die noch hast, weil letztens konntest du nicht mal einen Döner bestellen auf Ja, das Türkisch. war aber auch unangenehm, das ist Aber was was ist, wenn ich anderes. dir heute eine Aufgabe gebe, dass Ja, du aber aus nichts das mit Türkisch. Türkisch. Ey, komm. Dann Nein! kannst du mir gerne eine Aufgabe geben, dass ich auf einer anderen Sprache was bestellen soll. Ja, genau. Naja, Französisch irgendwo einen Laden Ja, finden, ich der kann kein Französisch. Also manchmal weiß ich auch nicht. Mein Französisch ist schlecht. Ja, du bist schlecht. Hey. Also wir haben es gerade 23 Grad. Es wundert mich auch ein bisschen, dass wir so krasses Wetter haben, aber auch nur für ein paar Tage. Wie schon Knattermaus gesagt hat, wir haben lange keine peinliche Folge mehr gedreht. Also eigentlich so eine, ja, peinlich schon, aber so eine, ihr wisst schon, Aufgaben stellen und peinlich machen, dies, das, also so Aufgaben stellen mäßig. So, wenn ich du wäre, wenn du Nein. Eierstöcke hast, Nein. dann suchen wir uns jetzt den Silberstreifen Und dann? und du läufst so 3-4 Mal rüber hintereinander. Also wirklich direkt wieder zurückgehen. So, als wenn du verwirrt bist. Weißt du, wie ich meine? Es muss auch rauskommen, sonst ist es nicht lustig. Scheiße. Mach deine Zündung aus. Ja, du kannst auch so tun, als wenn du irgendwas fallen lässt. Das ist auch okay. Also du musst halt Also, einen Grund finden. Also einmal hin, wieder zurück. ich mach's noch nicht. Warte, ich geh jetzt mal rüber. Oh nein, hier ist jemand im Auto. Warte, hier ist noch die Das sieht aus, als Polizei. wenn du Drogen vertickst. Ey, ist das mir so unangenehm. Ey, die fahren alle so schnell. Ey, hättest du es gemacht? Ja, los jetzt. Ja, warte doch mal. Zieh, Mann, das ist so unangenehm. Da kriege ich direkt Herzrasen. Nee, das geht nicht. Doch, los. Es geht nicht. Wie, es geht Es geht nicht? nicht. Ich mach den nächsten. Ey, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Auf dem Zebrastreifen wird nicht gefahren. Okay, ich mach's jetzt. Also ich fühle mich da so ein bisschen, er hält extra für mich an und ich verarsche ihn noch. Lass mich jetzt in Ruhe. Lass mich. Warte, der nimmt gerade auf. Also. Wieder nimmt auf. Ey, ich mach's nicht und der Typ guckt hinten mich an die ganze Zeit. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Traust du dich nicht? Nee, ich kann's einfach nicht. Ja, okay, dann komm zurück. Dann mach du's. Ist doch lustig. Ja, dann mach du's. Okay. Ja, es kommt halt niemand. Jetzt kommen welche. Das ist auch ist hart unangenehm. Mach, komm, jetzt Ich wir kann sehen. nicht. Ja. Ich kann nicht. Ja, Oh, das Bus geht kommt. nicht. Bus kommt, bei dem kannst du es machen. Nee. Der hat Zeit. Der hat keine Zeit. Wie fühlt sich das an, einfach jetzt auf die Straße zu Fühlt springen? sich scheiße an. Ja. Weil man halt extra den Verkehr. Ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. Ja, siehst du? Ich kann es auch nicht. Was heißt es jetzt? Nee, wir fahren weiter. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Ich kann's auch nicht. Also weiter geradeaus? Ja, wir fahren doch quasi Potsdamer Platz in die Richtung. Ja, keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber wäre nicht da vorne besser, da wären wir doch direkt da Dings gewesen. Also Tutsi, ich weiß, dass deine Orientierung nicht die beste ist. Dann überlass es mir lieber. Ach, müssen wir jetzt über so eine Straße fahren? Meine Brüste. Also manchmal denke ich, du fährst eine S-Klasse oder so. Ach, hier sind wir. Ja, das war nicht unschlau von dir. Was hat der da eine Bombe dran? Nee, es ist irgendwie so ein Gerät zum Abgasmessen oder so. Cool. Pass auf, hinter dir sind Full-Fahrräder, ne? Also, Oh ja. du kannst den Motorradfahrer fragen, ob er Bike tauschen will mit Wo dir. denn? Wo Der denn? ist ganz, ganz vorne. Ich überlege gerade, ob das aber eine Aufgabe ist. Ich könnte ihn auch fragen, ey, wollen wir tauschen? Ist ja keine Aufgabe, so gesehen. Hä, ich finde das schon peinlich. Okay, Knattermaus, du fragst bei der nächsten Ampel. Den Motorradfahrer, der da vorne ist, ich hoffe, er bremst genau perfekt. Du fragst, ob er sein Bike tauscht, aber er muss dir noch 1000 Euro zuzahlen. Hi, hast du Lust, dein Bike zu tauschen? Also so?
Also du musst mir noch 1000 Euro geben. Du musst mir noch 1000 Euro geben und dann tauschen wir das Bike. Echt, ja? Schade. Ich will auch eine Ducati. Dankeschön. Naja, dann halt nicht. Dann roll ich mal zurück. Schönen Tag noch. Bist du jetzt warm geworden? Ja, ich bin warm. Ah, der war nett. Der war sehr nett. Oh, mir brennt der Fuß, du. Oh, mit der Feuerwehr war eigentlich geil. Ja. So ein Spruch. Helfen, bitte helfen Sie mir, ich brenne innerlich, bitte helfen Sie mir. Irgendwie sowas. Ich bin ganz heiß, wollen Sie mich löschen? Alter, genau, genau. Oh, das musst Alter. Du machen. Und wollen wir die verfolgen? Ja. Augenmacher reicht. Gönn Sie ab mal. Wenn du Eier hast, vorne der Wagen, der Feuerwehrwagen. Ja, mal gucken, wo der hinfährt, ne? Ja, den verfolgen wir jetzt und dann wirst du fragen. Entschuldigen, das ist ganz heiß, können Sie mich mal abspritzen? Das kann man falsch verstehen. Ja, deswegen musst du das auch machen und nicht ich. Also du kannst ja dann einfach nach vorne fahren und dich neben dich stellen. Die Straße ist ja hier breit. Bei mir ist ganz, ja, mir ist ganz, mir ist ganz heiß. Ja, kannst, könnt ihr mich Hi. Mal abspritzen? Mir ist ganz heiß, könnt ihr mich mal abspritzen? Mich mal abspritzen, mir ist ganz heiß. Ja. Der war nicht so, oder? Ja, ist kein Problem. Mann, sie hat mir gerade eine Aufgabe gestellt. Ich habe die komplett verkackt, Alter. Okay. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch genervt habe, ja? Ja? Mach ich, mach ich. Schönen Dienst euch. Ich hab's komplett verkackt. Ich muss hier weg, Alter. Das ist auch so unangenehm. Alter, hupt dich an. Oh nein. Ey, es ist mir so unangenehm gerade, ne? Das war mega peinlich. Kannst du vielleicht neben mich kommen? Es ist mir gerade unangenehm. Ich mach mein Visier runter. Ich guck, nee, oh Gott, wieso? Die gucken uns an und lachen. Oh, es ist unangenehm. Jetzt musst du einmal die Hand heben, so hi. Mäßig. Nee. Alter, wie lange ist denn die rot? Die ist immer sehr lange rot. Oh, ist so warm. Hä, es ist rot. Ah, das ist ja wieder der Abschlepper. Mhm. Und oh, der hat einen Bart. Der hat einen Bart, tut sie. Der er hat guckt Bart. Auch schon, ja, er guckt Soll auch schon. Soll ich ihn fragen? Mit dem Bartöl. Okay, Klettermaus, der Abschlepper vorne, ich hab grad gesehen, der hat so einen krassen Wikingerbart, okay? Du fragst ihn jetzt. Also du fragst ihn jetzt, wie er so einen Bart bekommen hat, wie er den pflegt oder so, keine Ahnung, frag ihn was. Oder du fragst, ob du ihn mal kennen darfst. Ob ich ihn mal kennen darf, ob ich ihn kennenlernen darf. Kämmen, Bart kämmen. Ach, kämmen. Ja. Oh, scheiße. Wie soll ich denn das jetzt machen? Absteigen. Oh, es ist aber mega peinlich, da noch extra absteigen. Ja, das Problem ist, mit Absteigen ist schon unangenehm. Soll ich ihn fragen, ob ich seine Nummer bekomme, damit es nicht so ganz unangenehm ist? Nein. Keine Nein, Nummern. Danach so. Nein. Ja, stabiler. Warum nicht? Stabiler Bart. Was für ein Öl benutzt du? Ist rot? Kannst du mal an der Seite gucken? Ist glaube ich rot, ja. Ja, jetzt fährt sogar Tram vorbei. Alter, du machst das wirklich, ja? Oh nein. Du machst das wirklich? Hi. Na? Stabiler Bart. Ich wollte für meinen Freund fragen, was du für ein Bartöl benutzt. Oh nein, oh nein. Was? Verschieden? Verschieden? Also, okay. Was? Ja, sieht schon stabil aus, wie gesagt. Also gar nichts. Der hat nur so wenig Bart, deswegen. Der soll mal was Volles haben. Schnell, komm her, komm her. Oh mein Gott, oh, war das peinlich. Meinst du gerade peinlich für dich oder für mich, weil ich dein Freund gerade bin? Für mich. Oh mein Gott, ich will sterben. Kennst du das, wenn dir auf einmal was so unangenehm ist, dass du einfach nicht weißt, was du sagen sollst? Tutsi, ich gucke ihn an und sage, hey, na? Also na, und auf einmal wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Und er macht so. Ja, so ging es mir bei dem Feuerwehrmann. Hat er sich verarscht gefühlt? Ich glaube nicht, der war dann ganz nett und meinte es verschieden, was für ein Bart er benutzt. Oh Mann, ey. Gott, aber hat er einen krassen Bart? Ja, war stabil. Also viel stabiler aber als meiner, oder? Nö. Meiner ist ja kurz. Aber er war einfach nur länger. Mein Motor kommt die ganze Zeit schon. Mir ist richtig warm, ich hab gleich einen Kollaps. So, sag mir, wo wir rauf müssen. Die nächste rechts. Also hier rein?
weiter, die nächste Straße rechts. Ach so. Ist das eine Straße? Siehst du hier irgendeine Straße? Mann, ist doch gut, lass mich in Ruhe. Na hör mal. Ey, mir ist, Tozi, ich schwitze so, ja. Okay, hier rechts. Oh, hier parken. Oh, Bruder, also, ne? Hier parken. Bruder, weniger Auge machen, Namenakoi. Weniger Auge. Erde? Augen nach vorne, mein Freund. Wer denn? Ja. Ich fahre hier vorbei, er guckt die ganze Zeit auf dich, anstatt mich vorzulassen. So. Geil. Ja, ey, oder wir beenden das einfach. Wir müssen jetzt auch nicht aufs Krampf machen hier irgendwas. Das war jetzt auch schon wieder echt genug, um reinzukommen für mich. Das war schon peinlich. Also das mit dem Bart hat wirklich für mich gerade alles getoppt. Das war mir so unangenehm. Weil einfach meine Worte auf einmal weg waren. Ich war völlig fassungslos. Oh, ich hab was. Was denn? Ich hab was. Was denn? Du gehst zu dem, oder ich geh zu den Mädels hin. Wartet ihr alle auf die Toilette, weil ich muss dringend scheißen. Das ist Bringst wild. Bringst du das? Das ist wild. Du sagst wirklich scheißen? Ja. Alter, das machst du. Du bist ja eh dran. Die stehen alle an. Ja. Ach so, da ist eine riesige Stange. Ja. Okay, dann gehst du zu denen aber ganz vorne. Ja. Und fragst, ob die steht eben für die Toilette an, weil ich muss dringend scheißen. Scheißen, richtig schön scheißen. Scheißen, ja. Nicht ich muss groß, sondern nee, ich muss scheißen. Ich muss ganz dringend scheißen. Oder sag Kacki. Ich muss. Soll ich das noch so machen? Ich muss ganz dringend Kacki. So? Oh nein! Alter, ich fühle mich gerade wie bei Tayo und Moji, wo wir uns selber die Aufgabe immer noch schlimmer gemacht haben, als sie eigentlich war. Och, jetzt gehen die rein. Frag schnell, ob die jetzt unbedingt rein wollen, weil du ganz dringend kacken musst. Geh schnell hin, bevor sie reingehen. Sorry, wartet ihr alle auf die Toilette? Okay, schade, weil ich muss dringend kacken. Scheiße, Alter. Ja, die alle, oder? Wartet ihr alle auf Toilette? Scheiße. Du solltest Kacki sagen. Die haben mich alle so komisch angeguckt, Mann. Die haben mich alle so angeguckt. Ich tue so, als muss ich kacken. Komm, lass sie weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg.